Und ein herzliches Willkommen zurück zum weiteren Teil hier von Horizon Zero Dawn mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby. Und ja, es geht direkt los. Wir müssen hier Eren folgen, wo seine Schwester Ezra oder wie auch immer gestorben war. Was hat denn der für einen coolen Streithammer dabei? Was wollte er sah bloß hier draußen? Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Was ist das ist da das oben? Schatten-Kaja-Gebiet? Nein, sie brachen die Waffenruhe sofort, als sie in die Kluft kamen. Ist das ein Edelstein da oben? Das würde ich mir angucken. Nee, ist nur eine Spiegelung. Da hinten. Hier ist es. Hier war der Überfall. Unsere Soldaten haben alles abgesucht, aber vielleicht findet dein Artefakt noch einen Hinweis. Bitte. Ich muss diese Mistkerle finden. Oh, dann wollen wir mal auf die Suche gehen, ne? Hier wurde etwas gezogen. Zertrampelt, blutverschmiert, Dickicht. Es muss eine Rüstung der Schattenkaja sein. Ein Helm? Ein Speer der Schattenkaja. Diese Blutflecken sind keine Lache, wie sie sich um eine Leiche bilden würde. Da liegen Pfeile. So, dann untersuchen wir das alles mal. Sie sehen aus wie neu. Sie wurden nie abgefeuert. Gut geschärft. Er war nie im Einsatz. Seltsam. Kein einziger Kratzer. Es wurde nur so wurde hergerichtet. Hier jemand weggezerrt? Hast du was entdeckt? Das Blut formt eine Linie, als ob es von etwas heruntergetropft wäre, wie einem Karren. Siehst du? Wagenspuren. Ich glaube, jemand brachte die Leichen her und verteilte sie auf dem Feld. Wie bitte? Meinst du damit, man hat die Toten hier woanders getötet? Warum sollten die Schattenkaja das tun? Im Moment bin ich nicht mal sicher, ob die Schattenkaja dafür verantwortlich sind. Es muss so sein! Tja, die Spuren werden es zeigen. Eine Sache hab ich dann noch gar nicht, oder?
Dann folgen wir der Spur mal. Das brauche ich vielleicht noch. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Bestimmt. Mein Medizinbeutel ist fast leer. Oh. Etwas Blau ist immer gut. Ein Reisepunkt bzw. Speicherpunkt. Auch immer gut. Sie wollten Ersat tot sehen. Aber warum dieser Aufwand? Da steckt mehr dahinter. Und wir finden es heraus. So, da haben wir wieder was Neues. Ui. Altes Gefäß, Odyssee. Sehr nahrhaft. Das sind keine Schatten, Karja. Die sind von meinem Stamm, Osseram. Ist das bei euch eine normale Begrüßung? Oh. Der hat Eisbock. Das. Ich glaube, es ruft Maschinen her. Halt dich bereit. Okay. Da waren wir jetzt ein bisschen überrascht, glaube ich. Oh, was ist das? Ich glaube, es ruft Maschinen her. Halt dich bereit. Okay.
Ach so, das ist gar nicht der Gegner, der da flach auf dem Boden liegt. Eieieiei. Osheram, keine Schatten, Karja. Ich lag wohl mit allem völlig falsch. Wie immer. Bitte, benutz dein zweites Gesicht. Ich muss wissen, was wirklich passiert ist. Schon dabei. Warten von seinem eigenen Volk, sag ich auch wieder scheiße. Ich hab da Waffen wieder abgeschossen oder was? Okay. Gut, dass mir das nicht vorher aufgefallen war. Ich wollte gerade sagen, muss ich eine Kartoffe. Der Garde aus. Diese Felsen wurden zerschmettert. So viel Blut. Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Irgendwas hat diese Steine getroffen. Etwas, das ich noch nie gesehen habe. Es ist kein Blut daran. Ersas Männer haben sich nicht gewehrt. Anscheinend kann man etwas auf dieses Ding montieren. Ein Maschinengewehr oder sowas? Okay. Da, bei dem Stativ. Eine verbrauchte Energiezelle. Was sind das für Lederriemen? Da noch eine Sache, die wir vergessen. Riemen einer Rüstung. Mit einem Messer durchtrennt und ein Stein mit Blut daran. Das ist Ersas Helm. Sie starb nicht unten auf dem Feld. Es geschah hier. Die ganze Trickserei. Wozu? Als ob sie mich damit quälen wollen. Ich habe eine Theorie. Aber man braucht etwas Vorstellungskraft. Deine Theorien stimmen eher als die Fakten anderer.
Na gut. Ich glaube, die Osaram griffen sie mit einer neuartigen Waffe an. Sie montierten sie auf dem Stativ dort. Sie gibt Kraftwellen ab oder vielleicht auch Schall. Sie hat den Stein hier zerstört. Ich glaube, sie lähmt ihre Ziele, anstatt sie zu töten. Die Garde ging hier zu Boden. Kein Blut an den Waffen. Kein Kampf. Aber warum lähmen, um sie woanders dann doch noch umzubringen? Sie wollten etwas verbergen. Hier, ein blutiger Stein. Mit dem sie Ersas Schädel einschlugen. Oder jemand anderen. Die Lederriemen wurden durchtrennt, als hätten sie jemandem die Rüstung abgenommen. Das kann nicht sein. Ihre Leiche ist in Meridian aufgebahrt, ganz sicher. Und ihr Gesicht war kaum zu erkennen. Vielleicht zogen sie jemand anderem ihre Rüstung an, jemandem von ihrer Statur. Richteten ihn so zu, dass es jeder sein könnte. Sogar Ersa. Geh zurück nach Meridian. Sieh dir die Leiche nochmal an. Ist es wirklich Ersa? Liege ich falsch? Aber wenn nicht... Ist sie übergelaufen? Dann könnte meine Schwester noch leben. Ich gehe. Triff mich dort, wenn du es schaffst. Das Feld der Gefallenen. Geschafft. So, was machen wir jetzt? Was haben wir denn hier so für Hauptaufgaben? Stufen 14, ach Gott. Ah, sehr schön. Das hier klingt doch wieder sehr interessant. Anscheinend gibt es da auch wieder ein Ruin oder sowas. Boah, da oben. Oh, da habe ich noch einen weiten Marsch vor mir. Aber das Ding hat doch immer neue Karteninformationen. Geh mal da erstmal hin. Ah, da läuft es schon, man sieht es schon. Mist. Irgendwie links neben mir. Kann man darüber? Und dann da hoch, oder was? Oh je, ob ich das überlebe. Ich glaube, das ist nicht dafür vorgesehen, hier runter zu gehen. Ah, doch. Ach, hier sind wir. Da sind wir eben gerade hochgelaufen. So, einmal speichern wir, bevor noch irgendwas passiert. Schön hart, aber das kenne ich ja. So, ich glaube, von Ratten habe ich dann nichts, ne? Was irgendwie so selten wäre oder so. Doch, hier. Rattenhaut. Keine Ahnung, ob das nützlich ist. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Ha!
muss irgendwie nach links. Was ist denn hier? Teilscheibenkristall geflecht mit Halbquallen. Okay. Muss ich das verstehen? Ich muss Medizinpflanzen sammeln. Ich habe fast nichts. Etwas Vorrat. Hier kann ich hoch. Ich empfange wieder ein Signal. Ach, die Dinge. Signal von dem langen Hals. Die schon wieder. Shit, den ganzen Weg wieder zurück, ey. Oh, oder auch nicht, hat hier gespeichert. So. Der Gegner hat mich im Visier. Okay, einmal speichern. Noch ein Signal?
sind die zwei wieder. Das sind sogar drei. Das Signal muss ganz nah sein. Ich muss zum Kopf des Langhalses hochklettern. Wahr sein. Warum kriege ich die nicht platt? Gut aus. Mein Fokus empfängt wieder ein Signal. Kann ich vielleicht irgendetwas verstärken bei mir? Zum Beispiel meinen Bogen oder sowas. Dass der mehr Schaden macht. Hier haben wir sogar Handhabung Schaden plus 11%. Das sieht auch ganz gut aus. Da haben wir nichts Seltenes für, okay. So, was könnten wir hier machen? Was ist das hier? Fernangriffsschutz. Feuerschutz. Angriff und Schockschutz, okay. Nicht wirklich etwas. Schade, hätte das sein können. Okay, Leute, dann machen wir das im nächsten Teil. Danke schon mal fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich, ja, vielleicht auch bei meinen anderen Let's Plays auf meinem Kanal. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß dabei. Euer von euer YouTube Let's Plays als Hobby. Bis dann. Tschüss.